I'm sorry. Ihr wisst doch, wie es läuft in dem Spiel hier. Wir haben sie zerfetzt, Herr. Sieg! Zerfetzt? Also sie haben uns ganz schön auf Trab gehalten. Da muss man den schon mal lassen. Respekt. Ja. Dann aber die nächste Runde, würde ich sagen. Ganz schön viel Pest gerade, ne? Auch gerade in Toulouse. Das ist nicht gut, Herr. Boulogne, da wundert mich nicht. Das wurde ja schon, war ja schon relativ klar. Ägypten, ja. Ob die Ägypter oder Timuriden. Einer von beiden hätte sowieso Gaza demnächst angegriffen. Das war auch klar. Wir werden belagert. Davon war es zu gehen. Und ihr möchte ich jetzt, dass ihr euch mal den auf Weg begebt jetzt. Dublin, Aufstand. Ja, nice. Ohne Geld. Nice. Zu viele Truppen wahrscheinlich nicht. Dublin ist einfach nur zickig. Mach das doch. Setzen den Kurs, mein Herr. Weiter kommen wir heute nicht, mein Herr. Befehle, abrücken. Nee. Unser Marsch für heute ist beendet. Beendet. Befehle? Ja, Herr, jetzt treffen wir auf den Feind. Sollen wir die... Wer hat euch enttäuscht? Mach den Platter jetzt. Danke. Eure Befehle. Du solltest nach Genua ursprünglich. Jetzt kommt aber der Typ da gerade raus. Fangen den mal ab. Gehen wir nach Bern und dann kannst du wahrscheinlich danach auch noch Genua machen. Dann macht der was ganz anderes. Der kann sich vielleicht um die Franzosen kümmern, weil der steht draußen und nicht in seiner Festung, ne? Und lecker. Wie lautet sein Name? Ja, kein Problem. So, Spion, schicke ich mal nach rechts. Ich würde gerne wissen, wie groß das venezianische Reich ist. Ist das, glaube ich, mehr als nur das hier? Das Problem, wie lautet sein Name? Sehr gut. Und der Papst im Selfie ist am Start. War das ein Angriff? Oh, war bestimmt ein halber Angriff von mir jetzt gerade. Hier wird hergestellt. Alter, ich hab gleich wieder ein absolutes Minus. Wer hat euch enttäuscht? Wen? So nicht. Mein Herr, Untersuchung gestartet. Ich werde so nicht, mein Freund. So und nicht anders. Ah, das reicht nicht mit der Armee. Nee, nee. Nope, Sir. Was machen wir mit Dijon? Ich nehme an, ich darf jetzt nicht einfach hier meine Einheiten rausholen, ne? Ah! I mean, anscheinend doch. Ganz ehrlich, dann machen wir uns jetzt bereit für Franzosen, für die letzte Bastion der Franzosen. Ja. Wir warten mal hier drin noch eine Runde. Ansonsten kann ich was machen. York, warten wir noch ein bisschen. Das hier. Ja, hier ist ein bisschen gerade Kack am Dampfen. Ist alles in Ordnung. Das Problem, wie lautet sein Name? Geh doch weg da. Ich bin bereit zu handeln. Das ist doch gar keiner, guck mal. Ich bin bereit zu handeln. Herr, wer soll geschäftliche Probleme? Ich bin bereit zu handeln. Hier oben müssen wir auch mal gleich langsam ankommen. Ja, mein Herr. Volle Segel. Das ist doch schon Land. Wir können dort nicht hinsegeln. Aber... Mein Herr, das ist unmöglich. Sehr viele Schiffe von den Schotten und Russen, ne? Auch ich weiß auch gar nicht, wie groß das Einflussbereich der Schotten ist. Ist auch noch sehr interessant zu wissen. Ist gar nicht beschützt und so. Wahrscheinlich ganz lecker. Hier müssen wir noch warten. Die gehen halt jetzt zu Fuß. Ja, dann machen wir das jetzt. Bevor ich hier meine Männer verliere. Was hat er denn dabei? Elefanten. Natürlich hat er wieder Elefanten. Die haben immer Elefanten. Oh. Ist schon okay, was er dabei hat. Eine Runde können wir vielleicht noch warten. Wir können mal vielleicht ein bisschen den Druck auf die erhöhen. Eure Majestät. Indem wir einfach mal was hinschicken. Meistens, also manchmal ist es ja wirklich so, dass die KI darauf reagiert. So, die sieht so, da ist eine Truppe auf dem Weg zu uns. Wir greifen mal jetzt schon an. Oder natürlich auch, wenn sich die KI bereit genug fühlt, diese Belagerung zu starten. Was ich bevorzugen würde in Gaza, dass sie das machen. Nee, wir wollen ja gar keinen Krieg führen. Und da machen sie es, alles klar. Was haben sie dabei? Zwei Ramböcke, Turm, Leitern. Zudem noch eine kleine Balliste und die Elefanten halt, also die Elefantenartillerie. Reinkommen sie, denke ich, so oder so. Aber das ist okay. Wir lassen sie durch in den ersten Ring rein. Das ist, versuche ich jetzt mal so zu planen. Kavallerie werde ich ein bisschen außerhalb platzieren. Oder ich glaube, ich werde alles an Kavallerie außerhalb platzieren.
Weil mit denen kann man dann gut außenrum cyclen und vielleicht die ein oder andere Armee wegnehmen. Positionierung muss jetzt auf jeden Fall en masse stattfinden. Okay. Dann wollen wir mal. Ja, wir haben leider nicht so viel Armbrustschützen, wie ich dann doch gern hätte. Den Hauptmann werden wir nicht in den Krieg rausschicken, weil mit der stirbt man sowieso lost. So machen wir das. Wir haben auch kaum Infanterie, sehe ich gerade. Mega nice. Machen wir hier so einfach, würde ich sagen. Oder wir machen es so. Damit wir so einen kleinen Keil haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Na komm. Jetzt stell dich nicht an. Ja, irgendwie so halt. Keine Ahnung. So, den General schicke ich hier. Schon wohler, wenn ich den wirklich am Arsch der Welt habe. Auch wenn das eine ganze Armee ist, aber was soll ich machen? Hier hauen wir mal eine Armee rein. Und drei Armeen werden außenrum cyclen. Wobei, hier werde ich nochmal ein paar platzieren. Weil das sind mir wirklich zu wenig Truppen. Falls sie reinkommen, sind das zu wenige. Ich will das ein bisschen schön halt hier haben. Was soll das denn? Danke. Als Unterstützung für die Mauer. Da oben ist die ganze Party. Das heißt, wir müssen sowieso mit dem ganzen Rest der Kavallerie hier raus. Machen wir daraus was. Machen wir daraus was. Ups. Und die 2 wird zu 4, so. Moment mal. Jetzt. Alles gut, ich bin verwirrt. Hier, zack. Und alle rauskommen. Also die ich jetzt hier zusammengefasst habe. Ich gehe schon davon aus, dass der erste Tor fällt. Das ist okay. Okay. Mal nochmal eine ordentliche Aufstellung, weil ich das gern habe. Das Ding ist, Elefanten sind gegen Pferde relativ gut. Die können wir halt rüber trampeln. Da sind halt Speere wirklich eigentlich das Nonplusultra. Aber haben wir jetzt nicht. Oder nur einmal. Und das ist natürlich eigentlich nicht enough. Stell dich mal auf. Die 2. Und dann haben wir noch die 3. Sehr gut. So, da kommen sie schon, ich glaube, mit der Balliste vorgefahren, ne? Ganz ehrlich. Ah, nee. Die bleiben wir doch hier erstmal. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Die Elefanten stehen natürlich genau auf der Seite, alle. Das sind nur Mamelucken, ne? Rennt mal ein bisschen weit außen rum. Also, ne, die Artillerie der Elefanten kann wirklich weit schießen, deswegen rennt ihr mal ganz weit außen rum. Vielleicht kann ich da was abzwacken. Und die anderen machen sich dafür bereit, schön von hinten rein zu pushen. Wenn dann die ganzen Leute durchgehen. Das ist der Plan. Hier passiert noch nichts. Und vielleicht soll ich mit der 2 doch noch hinterher. Und die 3 bleibt erstmal da. Für gewisse Eventualitäten. Bisschen näher vielleicht. Das sieht jetzt eigentlich was? Da, ja. Die ballern. Wo ballern sie? Auf die Mauer oder aufs Tor? Die ballern auf irgendein Tor mit 10%, 11%. Ayus. Alter. Das ist ja klug. Oh Mann. Das ist, wenn ich jetzt hinter denen bin, dann bin ich auf jeden Fall in der Reichweite der Elefantenartillerie. Scheiße. Die haben sie schon sehr klug hingestellt. Ich würde ja gerne einmal komplett außenrum. Wir machen's. Dauert jetzt. Und meine Leute sind bestimmt dann auch ausgelaugt, aber was soll ich machen? Ich brauche auf der anderen Seite Leute. Hätte ich auch früher darüber nachdenken können, weil dann hätte ich sie hinten welche hinstellen können. Naja. Weil wenn die jetzt die Mauer da angreift mit einer Balliste, dann brauchen wir hier noch ein Stück. Wir sehen uns einfach sofort wieder. Sagte ich gerade vor einer Sekunde und jetzt bewegt sich hier was.
Der kommt der erste Rammbock. Aber bis wohin fährt denn der? Ach, die fahren in so eine komische Kurve rum. Auch da. Nur ganz kurz. Es geht darum, nur die Leute da mit dem Rammbock zu killen. Ja, seht ihr mich jetzt schon? Da wird schon geballert auf meine Kavallerie. Gar nicht lang gedauert. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg... Oh, ihr seid erschöpft. Es tut mir auch wahnsinnig leid. Das war eigentlich nicht so geplant. Ausgelaugt ist doch scheiße. Die Elefanten bewegen sich so halb. Ach, die bewegen sich einfach in die Reichweite meiner Kavallerie da. Ah, die rennen aber sehr weit hinterher, ne? Ich kann euch auch ein bisschen treiben. Damit habe ich kein Problem. Weil so hat die 1 jetzt hier. Das ist auch immer noch Elefanten, aber es sind Bogenschützen. Darum geht es halt, es sind Bogenschützen. Ja, ein bisschen darum, hier ein bisschen was rauszunehmen. Das sind Fernkämpfer, ne? Ja. Der Feind rammt die Tore ein! Die Schlacht steht zu den Waffen, General. Glaube ich Speerträger, oder? War das jetzt dumm? Ach, fuck. War das Speerträger? Jo. Ach, Speerwerfer so ein bisschen. Nee, zurück. Jetzt fliehen die schon nach 2 Sekunden, Ihr sollt rennen und nicht traben, Alter. Jetzt wird hier auch hier schon hinterhergelaufen. Jetzt brauche ich kurz mal ein bisschen Chili-Milli. Die 2 ist schon da. Aber die ist auf der falschen Höhe. Ich komme auf die königlichen Mameluken rauf. So, die sind rumgelaufen, haben die Elefanten ein bisschen, ich sag mal, abgelenkt. Also ihr könnt hier rein, geht mal durch das Tor durch. Hier wird ordentlich geballert, das erwarte ich. Ja, war da ich das noch mehr umfallen, Alter. Die braucht ganz schön lang, die 2, ne? Dafür, dass das Rennen sein soll. Leute. Gib Gas. Aber was ist denn das für ein Ansturm, Alter? Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen Würfel. Es geht jetzt auch noch darum, so wenig wie Truppen eigentlich zu verlieren. Ich will jetzt hier keine Riesenmassaker haben. Das war nicht das Ziel. Wir brauchen auch Ewigkeiten. Ach Leute, weil da kein Tor ist, Alter. Und hier sind wir die Elefanten. Ey, boah. Rennen außen rum, bitte. Sollen sie sich erstmal leer schießen, damit habe ich kein Problem. Kommen die Elefanten auch noch von hinten, ey. Scheiße. Rückzug. Nicht da rein. Jetzt rennen sie nämlich da rein, Alter, und werden alle abgeschlachtet. Alle weg. Weg, solange ihr noch könnt. Oh, scheiße, läuft das beschissen. Ich brauche die 3. Laggt auch gut. Und die werden auch alle... die kommen vielleicht durch ein bisschen. Und vielleicht auch nicht, bei meinem Glück. Da es um euer Leben geht, solltet ihr vielleicht ein bisschen laufen. Geht auch ganz schön die Party, ne? Und die gefühlt machen meine Armbruchschützen nicht viel. Ihn auch gefühlt kaum Ägypter drauf.
Junge, mal die ganzen Mauern sind voll. Hallo. So, wann schießt man mit Armbrust nach oben, Alter? Scheiße. Ihr solltet euch ein bisschen beeilen. Dass es nur so zwei Tore gibt, finde ich auch ein bisschen lächerlich, ne? Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Richtig easy hier, was ich hier mache. Ja, die machen nichts, aber ich komme ja durch meine Tore auch nicht rein. Die Leitern des Feindes haben unsere Mauern warten. Erreicht. Kommen die mit Elefanten Zeit überhaupt durch das Tor? Abschlachte. Weiß ich gerade gar nicht. Das weiß ich gerade gar nicht. Das Ding ist, die sind alle so gut wie ausgelaugt. Sind natürlich mehrmals jetzt rumgelaufen und so. Die kriege ich da auch nicht rein. Never ever. Die Elefanten sind zu krass. Das sind nur Mameluken. Ne, hier ist der General. Na, scheiße. Wäre schon geil, wenn ich den down kriegen würde. Also mit der ganzen Kavallerie könnte ich den down kriegen, aber die Elefanten, die darfst du nicht unterschätzen, die Scheiße da. Da sind sie, guck mal. Moin, moin. Komm mal bitte hier mit hin, als Unterstützung. Wir werden hier gleich eben ein paar Probleme bekommen. Wir schon den General hier rauskommen. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. 1% Gebäudeschaden, okay. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Okay. Scheiße, ey. Ja, warte mal, hier eine kleine Armee drauf, komm. Schießen die anderen hier eigentlich noch, oder? Schießen eigentlich die anderen hier noch? Es leckt aber auch. Kommt auch noch einiges drauf, ne? Jetzt, wenn ich da von hinten jetzt reinballern würde, ey. Mauer hat Schaden? Willst du mir sagen, von dem Elefanten da hinten, als ob... Wenn ich jetzt rausgehe, ist das aber, glaube ich, gut. Geh mal raus. Doch, doch, doch. Da sind nicht so viele Truppen hier gerade vorm Tor. Raus hier. Helf mit. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg so. Unser. Wie sieht's hier aus? Hier draußen passiert gar nichts mehr. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Jetzt hier schön von hinten rein, genau. Jetzt schön hinterher, genau. Auf da. Die greifen jetzt nicht an, Alter. Are you serious? Wenn jetzt einfach nur meine Männer wieder abgeschlachtet und die machen nichts. Ich hasse dieses Spiel gerade, ey. Was soll das denn? Scam. Absoluter Scam, Junge. Das ist hier immer noch nichts. Ich brauch diese Armee, Alter. Auf da, drauf geschissen. Ja, die Kanonen schießen immer noch von den Elefanten. Guck mal, ich kann nichts machen, seht ihr? Können nichts machen. Geht nicht, natürlich nicht. Helf meinem Mann da drin. Geht rein da. Dann geht halt da rein. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Die können auch nicht angreifen, seht ihr das? Es ist doch absolut mit Absicht buggy, Alter. Und die Elefanten kämpfen gerade nicht mal so richtig mit, außer mit Fernkampf, und wir kriegen den General nicht. Der steht da ganz hinten gemütlich.
Alter, das sieht nicht gut aus. Hier wird es aber langsam lichter. Das ist gut. Oh, durch diesen scheiß General, Junge. Oh, die Timuriden stehen genau mit einer weiteren großen Armee vor der Feste. Alter, ich werde jetzt so viel hier verlieren. Automatisch hätte ich vielleicht weniger verloren. Ich weiß es nicht, ne? Das ist immer so das Ding. Man weiß es nicht. Komm noch, bevor jetzt hier alle flieht oder sowas, mach den Wichser da weg. Das kann ja wohl nicht angehen. Come on. Also nicht, warum ihr gerade alle wegrennt und warum die Speerträger, was die hier draußen suchen. Da, danke schön. Speerträger ab auf die Elefanten. Die fliehen direkt, ach so. Gut, dass ich sie hab. Ja, egal. Okay. Jetzt, die haben jetzt auch keine Armbrüste mehr. Ja, wenn die aber nicht rankommen, was soll ich denn machen jetzt? Geh mal jetzt mich in deren Richtung bewegen. Das ist absolut blöd für mich. Wie viel sind das da oben noch? 23. Die ist aber auch noch hinzukriegen. Keine Ahnung, rauf auf, darauf wird nichts bringen, aber... Pff. Bezweifle ich. Sieht gerade nicht so aus. Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. Jetzt erst? Hm. Aber sie fliehen wenigstens, ey. Ach, so eine Scheiße ist das, ey. Oh. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Mann. Unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Ja, und ich muss gegen die Elefanten kämpfen, weil die kommen ja nicht rein. Das heißt, ich bin gezwungen, in die Offensive zu gehen, gegen diese Viecher, Alter. Und die bleiben alle da oben wieder stehen. Das ist ja wieder gut auf meine Befehle gehört. Ich liebe es. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die schießen. Jetzt können sie oben auf die schießen, ja. Wir können die Mauern besetzen, tatsächlich, ja. Und dann damit die Viecher abtöten. Was auch für ein geiles Deutsch. Auch hier, du gehst mal wieder nach oben und, ne? Besetz mal die Mauern, bitte. Also richtig draufgehen tun sie aber nicht, ne? Wir pushen mal rauf, auch wenn das jetzt absolut viele Verluste für uns heißt, aber ich habe jetzt keinen Bock, hier 100 Jahre zu warten. Wie auch scammig, ne? Ist auch nicht richtig. Na komm. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Sehr gut. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Ah, ich hasse sowas. Wenn nicht wirklich geflohen wird. Ich hasse sowas. Und die fliehen jetzt? Warum fliehen meine Speerträger? Die waren noch nicht mal dran. Hate my life, ey. Die fliehen und dann fliehen sie wieder nicht. Und jetzt fliehen alle meine Männer. Er bringt jetzt auch nichts, wenn die weglaufen. Kann ich nicht abballern. Am besten laufen wir da durch, ja. Und fliehen alle wieder. Genau, das sieht super aus. Sollten wir häufiger tun. Habe ich jetzt hier geschossen? Gefühlt nicht. Die machen einfach nichts. Okay. Laufen jetzt Amok. Was das heißt, weiß ich nicht. Aber geht mal hier hin. Vielleicht könnt ihr mit euren letzten Schüssen was machen. Ich weiß es ja nicht.
Bitte alle einmal hier treffen. Oder auch ihr einmal bitte hier treffen. Alle nochmal zusammenführen, ja. Alter. Die Schlacht geht viel länger, als sie gehen sollte, aber was sollen wir denn machen, wenn die halt uns angreifen, ne? Mein General will ich halt dafür jetzt nicht opfern eigentlich, für so eine Scheiße hier. Nein, ne? Weil wenn der jetzt mal tot ist, dann fliehen die meine Leute nach 2 Sekunden schon alle, weißt du? Bringt dann gar nichts mehr. Auch wenn der halt noch 77 Truppen hat, so weißt du? Der macht, glaube ich, keine Schuss mehr. Ne, haben sie nicht mehr. Auf da. Der Allmächtige, Dankeschön. Sei Gott im Himmel. 1024 Mann, Alter. So viele sind noch übrig geblieben, glaube ich, ne. Und da kommen die Timoriden. Surprise, surprise. Jetzt, wo ich meine Verstärkung schicke, Alter, geht da unten die Party ab, ey. Aber ich verdiene jetzt nicht so viele Minus wie vorher. Ich bin auch leckeres Frühstück für die. Wie, was haben die denn? Ah, wobei. Sollten wir eigentlich doch noch machen. Das ist gut, gut zu schaffen. Alter, ich kann nicht mehr reden. Okay. So, dann haben wir Mikosuke. Sehr gut, hinter. Ja, mein Herr. Na, ich fahr mal meinetwegen außenrum. Ansonsten. Ah ja, Bologna, da war ja was. Ja, Eure Majestät. Geht das? Ja. Ja. Machen wir gleich. Oder eher in der nächsten Folge. Auch nächste Folge. Das lohnt sich ja. Auch nächste Folge. Eigentlich ja schon. Eure Befehle, edler Herr. Eure Majestät. Ah, den Eingriff möchte ich eigentlich auch gerne noch dann machen in dieser Runde. Dublin ist halt am Rumweinen. Versuche halt irgendwo außen rum zu kommen, aber ist nicht so einfach. Kann auch sein, dass wir Dublin nochmal verlieren. Ach, ärgerlich. Leute, das soll es aber für erstmal für heute gewesen sein. Ihr seht, da ist noch einiges zu tun und Alter, wir kommen schon wieder nicht richtig voran. I hate it. Das Ding ist, wir müssen so schnell wie es geht diese Armee ausschalten, damit wir dann gegen die gewappnet sind. Aber wie immer wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag. Na komm. Schade. Ja, wunderschönen Tag wünsche ich euch. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.